Hallo und herzlich willkommen zu Star Control Origin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben hier ein kleines Planetensystem mit drei Planeten. Eins ist sogar interessant, da ist ein Bauwerk drauf, das wollen wir uns nochmal anschauen. 370, das ist also nicht wirklich was, was wir brauchen. Oder besser gesagt, lohnt sich nicht wirklich, aber... Es gibt ein Bauwerk hier. Jetzt müssen wir es nur finden. Da haben wir das nächste. Die nächste Ressource. Ah, da kommt auch das Bauwerk schon. So. Die 380 Credits haben wir uns schon redlich verdient jetzt. Da ist das Bauwerk. Found the entrance to some tunnels, sir. There are aliens in here. Humanoid, green and well, they're very sexy, sir. They're explaining that their ancestors survived a shipwreck hundreds of years ago. They've lived here alone, isolated all this time. Which would mean everyone here is related. Mating is, needless to say, complicated. There's a whole system in place, they explain. I'll ask if it's made any harder by how hot all their cousins are. Actually, yeah, it turns out that makes it a lot harder, they say. They're asking if they can borrow some of my genetic material. They'll pay us. I, might be busy for a bit here, sir. Flankierende Rakete haben wir jetzt bekommen. Ja. Okay. Und die haben neues Genmaterial. Ja. Nächster Planet. Ich habe gedacht, weil das terroristische Biologie im Überfluss ist, dass es hier einiges gibt. 970, aber... Nee, das lohnt sich auch wieder nicht. Von der Schwierigkeitsgrad her... Schauen wir mal noch den Planeten hier an, bevor es weitergeht. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, das ist ein Gasriese. Da haben wir gar nichts. Okay, weiter geht's. Dann sind wir jetzt hier. Dann geht's auf Epsilon Uxor. Dann geht's auf diesen Planeten hier. Laderaum haben wir auch noch genug, ist noch nicht so voll. Das passt also auch. Und da sehe ich auf der Minikarte schon ein nächstes Sternentor. Sternenbasis meine ich natürlich. Großes Teil. Da haben wir auch interessante Sachen. Hier haben wir zwei Planeten. Schauen wir erstmal an. Gibt es hier was Interessantes? Nicht so wirklich. Das lohnt sich nicht so wirklich. Und der nächste Planet, Timf. Würde der sich lohnen? Ach, überhaupt nicht. Der wird sich erst wirklich gar nicht lohnen. Das ist ein Gasriese wieder. Dann haben wir noch Simmal. 38, der lohnt sich auch überhaupt nicht. Bla, das war jetzt falsch. Ist das auch ein Gasriese? Ich glaube nicht, oder? Ich kann es nicht lesen. 900. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich wirklich lohnen würde. Ich gehe mal hin. 900. Ich meine, das ist besser als nichts. Und er ist nicht gefährlich. Aber ich hätte gesagt, das ist tatsächlich schon an der Grenze von dem Zeug. Vielleicht sollte ich auch mal nachschauen, welche Materialien oder so wir vielleicht für Quests brauchen können, dass ich die dann nicht verkaufen sollte. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Auflistung davon.
Nicht, dass ich hier dann auf einmal Haufen Zeug verkaufe. So. Und dann hätten wir es doch noch gebraucht für irgendeine Quest, die noch kommt. Weil ich glaube, in deinem Questlog wird es erst angezeigt. Oh, ja, doch. Die wird sich schon eher lohnen hier. In der Questlog wird es ja erst angezeigt, wenn man irgendwas braucht. Wenn man die Quest auch schon hat. ...1400, das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Also noch mehr als der 900er, den wir gerade eben hatten. Hoppala! Es wird nur ein bisschen dauern, die jetzt alle eingesammelt, bis wir die alle eingesammelt haben. Wobei, so lang dürfte es eigentlich auch nicht dauern. Denke ich doch mal. So, jetzt nur noch das hier. Und da haben wir auf der Seite... Wow, was sind das hier? Wow, wow, wow. Da hätte ich nicht durchfahren sollen. Das war irgendeine Wetteranomalie. Das hat uns jetzt ganz schön Leben gekostet. Wir haben beinahe gestorben hier. Oh, und Telefon klingelt. So früh schon? Ja gut. Ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder und kaum bin ich am Telefon, war es weg. Und ich glaube, das war auch von der Nummer her ein reiner Spam. Anruf, den es da öfters mal gibt. Die rufen hier in letzter Zeit häufiger an, habe ich den Eindruck jedenfalls. Ja, den Rest hole ich jetzt nicht, das bringt es jetzt nicht wirklich. Das wäre meine Frau vielleicht, die anruft, aber das wäre circa 1,5 Stunden zu früh gewesen, wo sie normalerweise öfters mal anruft. Naja gut. Schauen wir uns weiter um. Monea. Die Welt würde sich wirklich lohnen. 2655, aber schaut euch das mal an. 2 Todesfälle pro Sekunde. Da bräuchten wir mehr Schilder. Der Planet wird sich echt lohnen, aber... aber nicht so. 480... und 3 Bauwerke. Moment. Da speichere ich lieber nochmal kurz vorher. Und dann geht's doch mal los. Die Ressourcen sollten relativ schnell gesammelt sein. Und 3 Bauwerke. Das ist ja heiß. Wir gehen erstmal an die Mineralien sammeln. Und dann schauen wir uns die Bauwerke an, was wir da so haben. 3 verschiedene Bauwerke. Und da kommt das erste. Am Himmel! Was für ein unglaubliches Flugschiff hast du! Nee, wir verkaufen das nicht. Yep, endlich mag jemand unsere Schiffe. Wir können mit ihren unglaublichen Technologiestandard arbeiten. Bist du gekommen, um uns zu helfen? Vielleicht, wobei braucht ihr denn Hilfe? Eines Nachts sahen wir am Himmel purpurne Blitze und seitdem haben wir seltsame Ereignisse in Gravitationsanomalien und weit verbreitete Berichte über Halluzinationen und Krankheiten. Wir haben kürzlich ein unbekanntes Objekt auf unserem Mond entdeckt, das unsere Probleme verursachen könnte. Das klingt schrecklich. In der Tat, es droht unseren Planeten auseinanderzureißen, wenn es nicht kontrolliert wird. Die Panik ist in ganz Havennasa beträchtlich. Mit genügend Uran können wir eine starke Sprengladung erzeugen. Wir hoffen, dass es genug sein wird, um wenn sie 20, 30 Uran um die Bombe bauen und dann geben. Dazu müssten wir zum Mond reisen. Sobald das Objekt zerstört ist, sollte sich unsere Schwerkraft stabilisieren. Zumindest hoffen wir.
Wirst du uns halt für uns das tun? Es wäre mir eine Freude. Ich würde aber erstmal gern die anderen Sachen anschauen. Mit Xelfschwänzen. Gibt es noch etwas, das ihr uns anbieten könnt? Aha. Okay. Wir kommen wieder. Aber ich will, wie gesagt, erst noch die anderen Sachen anschauen, bevor sie hier nach dem gesprengt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist zurückgekehrt und das ganze Uran. Sie können Uran riechen? Ja, ist ein beruhigender Duft, okay. Alles klar. Ja, okay. Das ist dann anscheinend egal, welches, wo wir das machen. Wahrscheinlich haben wir danach nur noch eine Dings. Okay, wir müssen jetzt sowieso zu der Anomalie hin anscheinend, oder? Okay, und wo müssen wir da hin? Wo soll die Anomalie sein? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß, gleich sterben wir. Aber ich muss doch... Ah, hier? Nee. Okay, und wie machen wir das jetzt? Ich starte erstmal jetzt. Nicht identifiziertes Objekt. Ist das dann die Anomalie? Kapiere ich nicht ganz. Vor allem, wo wir dann hin müssen, um das Ding zu machen. Wie sie ein geheimnisvollen Objekt auf den Mond Wanderer zuschreiben. So, wir müssen auf Wanderer. Ja. Man sollte auch die Texte mal richtig lesen oder richtig verstehen. Was haben wir denn alles jetzt hier? Nicht identifiziertes Bauwerk und, ja. Die Dinger sind hier nicht, gut. Jetzt schauen wir uns dieses Objekt mal an. Captain, I'm getting really strange readings from this ship. No wonder it's causing problems for the Havans. Shall we deploy the detonator, Captain? Ah, Mahamas. All right. Deploying now, Captain. Charges set, Captain. They'll automatically detonate once we leave the moon. But I'd feel a lot safer if we just left now. Ja, machen wir mal. Keine Ahnung, ob das sinnvoll gewesen ist. So, dann... Müsste das doch jetzt erledigt sein, oder? Landen wir nochmal. Ihr habt's geschafft. Erhalten 500 Xelfschwänze. Ich kann keinen Unterschied sagen. Ja, okay. Quest erledigt. Was machen wir mit 500 Xelfschwänzen? Und warum ist es immer noch ein nicht identifiziertes Objekt? Das muss wohl ein Bug sein. Durch die Zerstörung, jetzt versuchen wir, diese Xelfschwänze zu verkaufen. Ich frage mich, ob man die irgendwo besser verkaufen könnte oder nicht. Da waren wir schon, beziehungsweise da können wir nicht hin. Da haben wir noch drei Planeten.
Das ist ein Gasriese, ja. Genau. Schauen wir mal an, ob es da noch weiteres Ding gibt. Nö, gibt's nicht. Die zwei Planeten hier. Und danach könnten wir ins nächste System. Das sieht ja... Oh, schaut euch das mal an. 2215, da gibt's viel, viel tolles Zeug. Was ist denn das so wertvoll? Wahrscheinlich, weil es so viel von den Anitonen gibt, auch wenn das nicht so Dings ist. Wir sammeln mal alles ein, das gibt gut Geld hier. Kann man die Kristalle zerstören? Nee, geht nicht. Oh, ich glaube, das sollte man aufpassen wahrscheinlich. Dass wir da nicht zerstört werden. Und nochmal ein Telefon? Ist das dieselbe Nummer? Ein Dynamo. Ah, shit. Nee, jetzt bin ich tatsächlich mal kurz AFK. Zwei Telefonanrufe in einer Folge. Naja, gut. Das war jetzt auch eine Premiere. Ja. Kitschara war mal gerade. Ich konnte es jetzt nicht alles holen. Weil ich wieder ESC gedrückt habe, um ins Pausenmenü zu kommen. Und dann startet er halt automatisch wieder. Startet der Lander automatisch wieder. Jetzt hätten wir noch Mineralien 225, aber das lohnt sich jetzt nicht wirklich mehr. Den haben wir auch noch nicht gehabt. Jetzt schauen wir uns den auch gleich nochmal an. Ah, da können wir nicht landen, oder? Nee. Da können wir nicht landen. Dann gehen wir ins nächste Beta-Uxor-System rein. Da müsste auch irgendwo noch eine Ding sein. Eine neue Raumstation. Haben wir ja gesehen gehabt. Ja, die ist genau daneben. Dann schauen wir uns Beta Uxor noch an. Und danach. Oh, wir werden von Denkrad angehalten. Rock! Attention! Stop your garbage vessel where it is and prepare to be destroyed! Wie nett. Wir suchen Verbündete und Hilfe, um das Grave zu vernichten. Rock! Then you are large fools! You will find no assistance here. The Scribe have repeatedly ordered us to destroy creatures such as you. Wer seid ihr Typ nochmal? We are the Drenkin, battle fodder for the glorious Scribe Empire. Und auch nicht besonders die hellsten. Freue mich, dich kennenzulernen. No one enjoys meeting us. You're a liar. Wenn die sich mal gegen die Dings, You will enjoy us less soon. Stellen würden. No, garbage is accurate. You knew this. You knew what you were making. Erzählt uns von euch. No one has ever asked that before. We don't have orders for covering this situation. Rock, this is confusing. Was macht ihr eigentlich? We fight and die as needed by our masters, the Scribe. They have told us that the only thing we're good for is dying in battles and ordered us to do that as much as possible. Oh Mann, wenn wir die auf unserer Seite hätten. We think all the time. We are literally doing it right now. Was macht ihr gerade, wenn ihr nicht sterbt oder nachdenkt? We do odds and ends for our masters. Lately, we've been working on their glorious project to eliminate all inferior species. Und warum? Because we were told to. Warum habe ich überhaupt gefragt? And by extension, the Scribe Empire have ordered us to kill all aliens with more or less than three ears.
Was haben Ohren damit zu tun? If you want to know more, ask Drinking Command. Which you cannot do, because we have orders to kill you before you leave. So if you want to know more, deduce it yourselves very fast before dying. Yay, die sind wirklich nicht die hellsten. Erzählt uns von eurer Geschichte. Wrong. Okay. Yesterday we were the Doom of Sumerians. The day before was much the same. Beyond that is lost to the mists of time. For me at least. I only emerged from my cloning pod 2 days ago. Oh, das sind alles Kloner. Right, yes. Drinking their old clones. It is nice. Conversations are easy. We all have the same interests. Orders. The following of orders. Etc. This okay, might sound a little tedious. It is hard for a drinking to take another by surprise. Otherwise, it is a good system. Ja, das erklärt so einiges. We press the button and a new drinking comes out. We press the button and a new drinking comes out. Okay. You mean the lesser arms? The scribe told us we are better without them. The tank helps a lot with that, though. Rock. Okay. Fightet euch viele Denkrent? Rock, yes. We do not get many boarding parties returning from naval battles. Because they explode when they hit things. It sure is. It is our basic military tactic. It is also our only military tactic. During invasions, we shoot a cloning pod at something we don't like. A drinking emerges and gets shot. Then another drinking emerges and is also shot. This continues. Oh man, was für eine Rasse. There are so many bodies, it's difficult to shoot the new drinking. Then we win. Many of our sports work the same way. Also dating. No, it is agony. No living being wants to die. We feel every death. We fear every sortie, every assault. But we have to follow orders. Okay. Was anderes fragen? Gibt's noch was? For longer than we expected. Ihr kennt eure eigene Geschichte nicht? Our history is distributed on a need-to-know basis. I know all the parts that are relevant to performing my job, which is about 2 days' worth. Rock. Oh Mann, oh Mann. Habt ihr eine Heimatwelt? Yes, of course. Drinkapon lies in the Alpha Aksor system. It is the glorious looking planet. You cannot miss it. Okay, genug gefragt. Ah, thank goodness. That was tiring. Is there anything else before we destroy you, garbage vessel? Nee, wir werden jetzt gehen. No, you won't, two-eared scum. We have orders to be the doom of all vessels crewed by aliens with 2 ears. Uninteresting idea. Our orders do not normally permit such a thing. Of course, I could make an exception. Except our orders do not permit exceptions. So, you die now. Ja, klasse. Mach mal den KI-Flottenkoordinator wieder. Oh, das ging aber schnell diesmal. Also so viel drauf haben sie anscheinend nicht. Halt. Wir sind gestorben. Habe ich das falsch... Ich habe es falsch gesehen, oder? Jetzt haben wir aber gewonnen. So. Und hier machen wir jetzt mal Schluss. Und jetzt schauen wir mal das nächste System an.
Ah, das könnte aber ein bisschen schwierig werden, wenn es lauter Dankrats Schiffe hier sind. Aber wir probieren es mal aus und danach fliegen wir mal zur Raumstation. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder neue Module, wo wir unser Schiff weiter aufrüsten können. Das wäre auch nicht schlecht. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.